Verkehrsprojekt Umfahrung Scharnitz ist momentan das größte in Bau befindliche Straßenprojekt in Tirol. Zum einen bedeutet das für die Gemeinde Scharnitz natürlich eine riesige Verkehrsentlastung und mehr Verkehrssicherheit, weil diese Tunnelstrecke circa 1 Kilometer lang natürlich auch für die Verkehrssicherheit da ist. Ja, die Besonderheit des heutigen Tages ist sicher die Tunneldurchschlagsfeier. Das heißt, mit heutigen Tag werden offiziell und feierlich die Ausbruchmaßnahmen im Tunnel beendet. Das heißt, der bergmännische Ausbruch ist heute gestimmt. Ja, das bedeutet, so wie die Mineure und wie die Chefs vorher gesagt haben, schon ein bisschen Herzklopfen, weil das ist doch ein sehr, sehr langer Werdegang gewesen, bis wir zu diesem Tunnel gekommen sind. Und ich kann nur sagen, so wie alle anderen auch, das Wichtigste ist, dass dieser Vortrieb unfallfrei über die Bühne gegangen ist, niemand zu Schaden gekommen ist, alle damit zurechtkamen, auch die Anrainer, und dass eben bei dieser letzten Sprengung, die doch ein bisschen dramatisch gewirkt hat, auch niemand zu Schaden gekommen ist. Und dafür eine ganz, ganz große, dicke Kerze, habe ich gesagt, spende ich der heiligen Barbara, das ist es wert. Ja, wir werden voraussichtlich mit Ende 2018 dieses Projekt sozusagen seiner Bestimmung übergeben können, verkehrsfrei machen. Und deshalb ist es schon, glaube ich, absehbar, dass das für die Gemeinde Scharnitz und auch für die Region doch eine Weiterentwicklung ist, hier einen sicheren Verkehrsweg auch zu haben.